So, die erste Bundesliga geht wieder los. Nun haben wir die neue Saison. Und zwar geht's auch wieder rein mit der Prognose. Ab jetzt wieder jeden Spieltag gibt's von mir die Bundesliga-Prognose, wo jedes einzelne Spiel gespielt wird. Nur nochmal im Vorderrhein. Es kann sein, dass noch viele Spieler noch bei manchen Vereinen sind, die schon gewechselt sind, beziehungsweise verletzungsbedingt sind oder gesperrt. Je nachdem, das heißt, es kann immer noch passieren, dass da Spieler im Verein spielen, die schon in Wahrheit nicht mehr da sind oder nicht spielen können, weil es eine Woche vorproduziert wurde. Aber das sollte am Ende nicht stören. Wir wollen auch nicht schon sagen, wir reden. Wir gehen rein ins erste Spiel. Es soll schon gut anfangen in der Saison. Und zwar das erste Spiel. Und zwar fängt Frankfurt hier früh an. Wir gehen schon die Anfangsnummer an. Die legt ab auf Mario Götze, der das 1:0 schießt. Und Frankfurt geht hier in Führung. Gut gespielt, auch gute Übersicht von Muani, der den Ball auf Mario Götze, der Neuzugang der Eintracht in dieser kommenden Saison von den PSV Eindhoven gekommen, netzt da direkt ein. Hier sehen wir nochmal der Pass auf Moani, der die Übersicht hat, und Mario Götze nur noch einschieben braucht. Manuel Neuer das erste Mal geschlagen. Und der FC Bayern. Sie wollen sich natürlich direkt rächen und sie gehen direkt los. 15 Minuten Sadio Mané über die linke Seite. Sie geht den Ball in die Mitte und Kevin Trapp kann den Ball gerade noch so parieren. Hat er da gut gelöst. Müller konnte da nichts mehr anrichten und dann war die Situation gebändigt. Und jetzt geht's weiter. Eintracht Frankfurt. Wir sehen in die 20. Spielminute, da kommt die Flanke und das Philipp Kostic mit dem wunderbaren Kopfball 2:0 in die lange Ecke. Und das ist ein Spielzug, wie es im Buche steht. Bayern geht in den ersten 20 Minuten, haben sie einen kompletten Fehlstand. Frankfurt führt 2:0 gegen den deutschen Meister und die Flanke ist sehr gut. Und natürlich auch der Kopfball von Philipp Kostic, der hat gepasst. Und der FC Bayern ist ein bisschen geschockt. Wir gehen jetzt in die letzte Chance, in die erste Halbzeit. Jetzt sind wir der FC Bayern nach Ewigkeit mal wieder im 16er des Eintracht Frankfurt. Und diesmal hat Müller die Riesenchance gehabt wieder auf den Anschlusstreffer. Aber Kevin Trapp bleibt hier sicher stehen und feiert sich danach dementsprechend auch ab. Gute Parade. Und es bleibt bei einem 2:0 Halbzeitstand für die Eintracht aus Frankfurt. In der zweiten Halbzeit soll sich das Spiel nicht ändern. Frankfurt geht direkt in den ersten 5 Minuten ins Tor los und Alario mit dem 3:0. Schöner Schuss, keine Chance für Manuel Neuer. Und die Eintracht Frankfurt führt hier mit 3:0 gegen den Rekordmeister, die das letzte Saison wieder geschafft haben, deutscher Meister zu werden. Es ist mittlerweile auch gefühlt zwar nichts Neues, aber jetzt scheint der deutsche Meister geschockt zu sein. 3:0. Oder nicht? Geht's weiter? Okay, FC Bayern, können sie sich noch irgendwie versuchen zu retten? Können sie sich da irgendwie einen Punkt ergattern? Und Frankfurt schwache dabei. Bayern macht ordentlich Druck. Jetzt haben wir mal Müller auf Choupo-Moting, der wieder rauflegt auf Müller und der Anschlusstreffer. Und da ist der dritte Versuch von Thomas Müller, landet nun im Tor und der FC Bayern kommt noch mal ran. Und das sehen wir hier noch mal gut gemacht. Choupo-Moting sieht Müller nochmal, der dann einfach ohne zu zögern aufs kurze Eck zieht und den Ball reinzieht. Wir kommen noch schon in den Schlussviertelstunde. Der FC Bayern versucht alles. Choupo-Moting legt ihn rüber auf Mané und der sieht der Müller. 3:2 nur noch und es sind noch 14 Minuten zu spielen. Und es ist alles möglich wieder. Es ist nur noch ein Tor zum Unentschieden. Müller feiert sich an und schnürt den Doppelpack hier in Frankfurt. Und auch gut gesehen, auch von Choupo-Moting auch gutes Spiel gemacht bisher mit den beiden. Eine Vorlage und ihn vorgelegt und Mané sieht ihn auch überragend und legt ab auf Thomas Müller. Wir kommen in den letzten 5 Minuten und da Bayern aufmachen muss, läuft Frankfurt in den Konter. Das ist Boré. Boré alleine vor Neuer und der netzt ein 4:2. Frankfurt schlägt den FC Bayern zum ersten Spieltag und die Emotionen kochen hoch. Frankfurt, die nach dem Europa League-Sieg auf einen Höhenflug sind und nicht mehr runterkommen können. 4:2 schlagen sie jetzt auch noch den FC Bayern. Die Fans drehen natürlich völlig durch. Jetzt schlagen sie auch noch den Rekordmeister zum ersten Spieltag.
Was ist mit der Eintracht los? Sie spielen einen wundervollen guten Fußball und das Spiel ist beendet. Der FC Bayern unterliegt in Frankfurt mit 4:2 und das meiner Meinung nach verdient, was die Frankfurter gespielt haben. Bayern kam nochmal ran und Frankfurt hat am Ende aber die Nerven behalten, nochmal 4:2 hochgelegt und das Spiel für sich entschieden. Derby Time in Berlin. Und zwar das Berliner Stadtderby steht an am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Union empfängt Hertha BSC. Hertha, die gerade noch so die Relegation geschafft haben gegen den HSV, müssen jetzt wieder ran. Auch in der Saison jetzt zum Start gegen den 1. FC Union Berlin, die erste Riesenmöglichkeit haben. Und da kann diesmal ja ständig gezwungen werden von Genki Haraguchi. Da war der Fuß noch rechtzeitig draußen. Starke Parade vom Herthaner Schlussmann. Und Union, sie drehen weiter durch. Voran gehen sie ran. Jetzt Geraldo Becker. Sieht auf den Außen nochmal Trimmel. Und da ist Sibachil. Jetzt Genki Haraguchi, Sibachil auf Geraldo Becker. Und Rune Erstein ist wieder zur Stelle. Nachdem Union ja die letzte Saison die Europa League klar machen konnte, geht es jetzt nur rein in die nächste Saison und ist direkt zum Stadtderby. Und die ersten beiden Möglichkeiten gehörten den ersten FC Union Berlin und sie machen weiter. Sie hören nicht auf, Geraldo Becker. Das ist Tospi, liegt ab, oder das ist Geraldo Becker mit dem 1:0. Geraldo Becker geht die Unioner in Führung und Hertha läuft wieder in Rückstand hinterher. Union mit einem überragenden Zusammenspiel. Da hat man gesehen, dass das wieder gepasst hat. Hier Trimmel. Dann sehen wir Sibachil, der nochmal auf Tospi ablegt und der nochmal überlegt. Auch Geraldo Becker, schöner Spielzug, 1:0. Dann ist in der ersten Halbzeit nichts mehr passiert. Wir springen in die zweite Halbzeit, wo Jamie Leveling die Möglichkeit hatte auf 2:0 erhöhen. Aber Rune Jahrstein ist der Mann bei Hertha heute im Tor, der auch die momentane Leistung erbringt. Weil bis zur Stand jetzt kein einziger Torschuss der Hertha aufs Tor gekommen. Und bisher nur auf Tiefentor von Rune Jahrstein. Ist heute da, aber es geht noch weiter. Die darauf folgende Ecke, das ist Haraguchi. Der sieht dann nochmal Leveling und Jahrstein ist erneut zur Stelle. Leveling kriegt ihn nun zum zweiten Mal nicht rein. Jahrstein kann erneut parieren und es bleibt immer noch beim 1:0. Und es geht weiter. Union macht weiter. Sie machen Druck. Das ist jetzt die nächste Möglichkeit. Leveling liegt auf und Sibachil und der auf Leveling zurücklädt. Und das ist das 2:0. Jamie Leveling beim dritten Versuch klappt's. Auch Rune Jahrstein kann er überwinden. Es steht 2:0 für den ersten FC Union Berlin. Und das ist auch hoch verdient. Von der Hertha bisher noch keine einzige Möglichkeit. Sie kommen gerade in der zweiten Halbzeit kaum aus der eigenen Hälfte. Und hier sehen wir uns nochmal Leveling auf Sibachil, der nochmal zurücklegt. Und das 2:0 macht Leveling überragend. Wir gehen schon in die 70. Minute. Union greift nochmal an. Nico Gieselmann schießt doch nochmal rauf. Rune Jahrstein ist wieder zur Stelle. Der ist heute Herthas bester Mann auf dem Platz. Was der auch schon viele Bälle rausgeholt halten hat, das ist schon eine starke Leistung. Hier hätte Gieselmann theoretisch auf 3:0 erhöhen können. Und 8 Minuten später, Trimmel geht über die rechte Seite. Und da kommt dabei in die Mitte. Torspil ist da und Haraguchi kriegt ihn auch nicht rein. Rune Jahrstein ist schon wieder da. Und es bleibt auch beim 2:0. Es hätte durchaus schon 4:5:0 stehen können, wenn Jahrstein nicht zwischen den Pfosten wäre. Aber der macht es da ja überragend. Die rauffolgende Ecke ist erstmal geklärt. Aber Union macht weiter. Das ist Vogelsammer, der da den Ball noch festhält. Tospi läuft sich in der Mitte da relativ frei. Vogelsammer ist durch. Tospi sieht da Genki Haraguchi einlaufen und der jetzt die endgültige Entscheidung macht. 3:0 für Union Berlin und es sieht wieder danach aus, dass Union das nächste Stadtderby für sich entscheiden kann. Hier sehen wir nochmal Vogelsammer, baut gut den Körper rein, sieht Tospi, der auch da den Ball gut hält und nochmal ablegt auf Haraguchi und die Übersicht hat und der ihn auch zum 3:0 erhöhen kann. Und jetzt sehen wir mal, in der 87. Minute die erste Chance mal der Herthaner.
Das ist die nächste Chance und diesmal ist Ronno auch mal da. Er hat die Situation auch mal bekommen, den ersten Schuss, und diesmal ist es von Maoli da, der darauf steht, und Ronno hält da überragend. Die erste Chance in dieser Partie für Hertha nach 87 Minuten und Ronno freut sich natürlich auch dementsprechend auf die folgende Ecke. Hertha will nochmal, vielleicht nochmal den Ehrentreffer haben und nochmal auf Ergebniskosmetik gehen. Hier haben sie auch. Das ist die nächste Möglichkeit. Und das ist Darida, der das 3:1 nochmal macht in der 93. Spielminute. Nochmal Ergebniskosmetik. Aber das ändert am Ende trotzdem nichts. Union wird das Stadtderby für sich entscheiden. 3:1 am Ende. Und das hoch verdient, wenn die Hertha erst in den Schlussminuten sich aufhaben kann und die Spiele nicht gewinnt. Und es bleibt dabei. 3:1 zur Union Berlin. Nun wird das nächste Stadtderby. Hertha muss gucken, was die Saison noch so bringt. Es ist noch lange zu spielen. 33 Spieltage sind es noch. Aber das erste Stadtderby, der kommt dieser Saison, haben sie wieder verloren. Ein herzliches Willkommen jetzt aus München-Gladbach, aus dem Borussia-Park. München-Gladbach empfängt die TSG Hoffenheim am ersten Spieltag. Und das ist sicherlich auch eine geile Partie. Und zwar geht es auch schon direkt los. Die erste Chance gehört in diesem Spiel den Gladbachern. Und hier sehen wir es auch gleich. Das ist Player, der den Schuss einfach mal raufzieht aufs Kurzheck. Und es steht 1:0 für Borussia Mönchengladbach, ein schöner Strahl ins kurze Eck. Da sah Baumann allerdings nicht so gut aus, aber es war auch allerdings ein extrem guter Schuss von Alexander Player. Und hier sehen wir nochmal, wovon Hermann auf die Player gelegt hat. Und ein strahler Abschluss, ein perfekter guter Abschluss. Und dann war es das tatsächlich auch schon aus der ersten Halbzeit und wir springen direkt in die zweite Halbzeit. Es passierte nichts in dieser Partie. Es ist nur Mittelfeld getankt. Und jetzt sehen wir die erste Chance der TSG Hoffenheim. Das ist Sana Seku. So, da haben wir ihn. Sana Seku sieht da Grisha Prömmel, der dann noch ablegt. Und das ist doch Grisha Prömmel, der sein Bundesliga-Debüt für die TSG Hoffenheim gibt. Und es steht 1:1. Schöner herausgespielter Ball von Nonas Dabur, der ablegt auf Grisha Prömmel und er steht 1:1. Sam Sommer ist in dieser Saison das erste Mal gestartet. Hier sehen wir, Dorab Dabur sieht der Prömmel ganz alleine frei, der dann ihn leicht anhebt und Prömmel nur noch aufziehen muss. Dann ein paar Minuten später, Gladbach will auf den Ausgleichstreffer reagieren und da haben wir die Chance von Neuhaus und Oliver Baumann hat den Ball relativ solide gehalten und es war eine gute Chance. Neuhaus mit dem Schuss von der 16er Linie und da ist Baumann mit der rechten Hand da. Wir sind schon in der Schussphase. Die letzten 7 Minuten der Partie. Es ist sonst wirklich nichts passiert. Und jetzt mal nochmal ein Angriff von TSG Hoffenheim. Da sehen wir Grisha Prömmel, der das 2:1 macht. Und Borussia Mönchengladbach schockiert. 2:1 für die TSG Hoffenheim. Und das ist ein Einstand für Grisha Prömmel bei der TSG Hoffenheim, nachdem er von Union Berlin zu denen gewechselt ist, schießt hier direkt einen Doppelpack am ersten Spieltag und das ist auch ein guter Treffer und das ist auch die Entscheidung. Hoffenheim gewinnt 2:1 bei Borussia Mönchengladbach und man hätte sich auch über den Unentschieden nicht beschweren können, aber am Ende 10 die Tore und da hat Hoffenheim 2 geschossen, Gladbach. Eine. Einen wunderschönen Hallo aus der VW Arena VfL Wolfsburg. Empfängt den Aufsteiger SV Werder Bremen, die ja ein Jahr zweite Liga jetzt hinter sich haben
und jetzt wieder in der Fußball-Bundesliga sind, geht direkt gut los. In der 8. Minute, der SV Werder Bremen fängt gut an, Doppelpass in der Mitte und Niklas Füllkrug mit dem 1:0. Werder Bremen geht hier Frühführung in Wolfsburg und zeigt, sie wollen wieder mit gut angreifen in der Fußball-Bundesliga. Sie wollen die Klasse halten und das geht, fängt schon mal gut an in der 8. Minute. Der SV Werder Bremen geht hier mit 1:0 in Führung und schockieren kurz Wolfsburg, die ja einen neuen Aufstart nach der letzten Saison mit Nico Kovac hoffen. Und direkt nach dem 1:0 Wolfsburg greift an. Das ist Baku, der über die rechte Seite langsam kommt, legt nochmal ab auf die 16er Kante. Da haben wir Lukas Metscher, der mit dem 1:1 die direkte Antwort nach dem Führungstreffer von SV Werder Bremen. Und das ist überall angespielt von Riedle Baku, der auf Abrück zurückgelegt hat. Und vor allem den Abschluss, ich sag mal, in Baku, der zurücklegt, dann der Hakenpass und dann dieser direkte Pass auf den Lukas Metscher, der dann nur noch einschieben muss und es steht 1:1. Und es geht weiter. VfL Wolfsburg, sie greifen weiter an. Da geht's raus auf Riedle Baku. Da haben wir Lukas Metscher, der auf Max Kruse ablegt. Und Wolfsburg dreht das Spiel. 2:1 die Führung jetzt. Und Max Kruse bringt seine Würfe voran und haben das Spiel jetzt komplett gedreht. Und es ist mittlerweile auch verdient. Wolfsburg macht das Spiel, nachdem sie ja in der 8. Minute schon in Rückstand geraten sind. Hier sehen wir nochmal gut abgelegt von Lukas Metscher. Dann braucht Kruse nur noch einschießen von 5 Metern. Und dann ist er bald drin. Wir springen in die zweite Halbzeit. Riedle Baku. Und da haben wir die nächste Chance. Max Kruse mit der Doppelchance. Der den Ball allerdings nicht unterkriegt. Einmal Pavlenka und einmal sein Abwehrkollege. Da wo er nochmal abblockt. Stark gemacht und Pech für Max Kruse von dem VfL Wolfsburg. Die darauf folgende Ecke. Die Flanke kommt rein. Wird erstmal abgefangen. Ball erstmal raus. Ball bleibt aber noch heiß. Da haben wir Philipp, der sieht Brekalo, legt ab und da ist Brekalo und da macht das 3:1 in der 69. Spielminute. Locker gemacht und ja, zusammen gut gespielt, gut abgelegt und Brekalo zögert nicht lange und schießt dann aufs kurze Eck und zappelt zum letzten 3:1. Führungstreffer, hier sehen wir es nochmal. Brekalo legt nochmal gut ab, dann die gute Übersicht und dann der Abstoß. Schön gespielt, 3:1 für den VfL Wolfsburg. Sie haben aber noch nicht genug. Wir gehen in die 77. Minute, in die Schlussviertelstunde. Und sie haben eine Mission. Sie gehen jetzt zu schöner Doppelpass. Kruse, das ist Riedle Baku. Auf der anderen Seite ist Brekalo, der den Schuss vergackt. Und dann Max Kruse, Abstaub. 4:1 für den VfL Wolfsburg. Und jetzt wird's hoch für den SV Werder Bremen, die ja aufgestiegen sind aus der vergangenen, aus der zweiten Liga. Und jetzt, nachdem sie früh angefangen haben, nach 1:0, geht's jetzt hier nun ziemlich später. 4:1 mittlerweile. Brekalo mit der ersten Chance gehabt, Pavlenka gut gehalten. Beim zweiten konnte er nichts machen. Somit konnte Max Kruse ihn zum 4:1 einschieben. Und es geht nicht weiter. Wolfsburg macht weiter. Brekalo läuft alleine auf Pavlenka zu, legt nochmal ab. Max Kruse zum dritten. Max Kruse macht den Dreierpack und Wolfsburg führt 5:1 und das Spiel ist definitiv entschieden und Max Kruse schnitt den Dreierpack. Nochmal gut über sich, nochmal Kruse Jong, dann nochmal ablegt auf Brekalo, der dann natürlich startet und dann auch frei läuft und er wollte es diesmal nicht alleine machen, sondern Max Kruse den Dreierpack gönnen und das hat er auch gemacht und der Schiedsrichter pfeift auch die Partie ab. Wolfsburg gewinnt 5:1 gegen SV Werder Bremen. Der Neustart mit Nico Kovac am ersten Spieltag ist geglückt. Und nun ist SV Werder Bremen am zweiten Spieltag natürlich gefragt, ob sie da vielleicht punkten können. Der VfL Bochum geht in die nächste Saison, auch der FSV Mainz 05 ist zu Gast in Bochum und der VfL Bochum geht in ihren zweiten Bundesliga nach dem Aufstieg
Und das wollen sie direkt zeigen, dass sie es auch den Fluch brechen können. Und das müssen sie am ersten Spieler direkt zeigen. Die erste Situation, das ist Asano, der legt ab und da ist Hoffmann 1:0 Bochum. Und das ist ein guter Start nach 5 Minuten. Neuzugang Hoffmann trifft für VfL Bochum und geht hiermit 1:0 in Führung. Würde mal sagen, die Mainzer wurden früh erwischt und das ist auch gut ausgespielt. Hier sehen wir nochmal Asano, der ablegt und Hoffmann, denn nur noch einschieben muss. Und jetzt kommt Mainz über die linke Seite in der 13. Spielminute. Das ist Kaki. Er macht mal ein paar Meter. Und jetzt sind wir mit Münzen Fernandes. Das ist jetzt die nächste. Das ist Fernandes. Fernandes legt ab und da ist Stach 1:1. Mainz gleicht aus nach dem Rückstand. 10 Minuten später gleicht hier Mainz aus und Anton Stach mit einer überragenden Schusstechnik. Fernandes legt in die Mitte ab und dann ohne zu zögern ab in den Winkel 1:1. Schönes Tor und jetzt muss der VfL Bochum zeigen, dass sie jetzt nicht aufeinanderfallen. Aber das scheint gut zu funktionieren, aber die nächste Chance gehört das FSV Mainz 05. Das ist Ingwarten. Legt da ab auf Burkhardt. Burkhardt in der Mitte. Da ist Anton Stach. Doppelpack. 2:1. Mainz 05. Und was ist das für ein Moment für Anton Stach? Zwei Tore, dreht für das Spiel. Er ist eigentlich eher defensiv eingeordnet und trifft hier innerhalb von 4 Minuten doppelt. Mainz geht jetzt in Führung in Bochum mit 2:1. Und jetzt hat Ingwarzen auch mal Bock, geht in die Mitte, Burkhardt. Nächste Chance Mainz, das ist Fernandes, Burkhardt. Da ein schöner Doppelpassspiel. Und da haben sie die Verteidigung von Bochum schwindelig gespielt. Und es steht jetzt 3:1 für den FSV Mainz 05. Diesmal ist der Torschütze nicht Anton Stach, sondern Burkhardt, der sich jetzt auch in die Torschützenliste einträgt. Und jetzt sehen wir nochmal hier Burkhardt, der da noch mit Fernandes mitnimmt, dann Doppelpassspiel und dann das wunderbare 3:1 auf die kurze Ecke geschossen hat. Besser kann man es nicht spielen und wir springen in die zweite Halbzeit. Mainz 05 mit dem nächsten Angriff. Das ist wieder Burkhardt und der macht's lässig ins lange Eck. 4:1 und Riemann muss erneut hinter sich greifen und Burkhardt feiert seinen Doppelpack. Genau wie Anton Stach und somit 4:1 schon noch schön rübergelegt und Burkhardt aufs lange Eck. Da hat Riemann keine Chance. Und wir gehen in die nächste Situation. 55. Minute Ingwarzen liegt ab auf Fernandes. Fernandes sieht da Stach und das ist wieder Ingwarzen Burkhardt. Burkhardt und Tor! 5:1! Was ist das für ein Spiel des Kaders FSV Mainz 05. Nach dem frühen Rückstand 1:0 machen sie jetzt das 5:1 und das ist Barkok, der Torschütze der FSV Mainz 05, der Neuzugang. Diese Saison hier sehen wir Burkhardt auf Barkok. Wunderschöner Abschluss. 5:2. Aber Mainz macht hier nicht den Eindruck, dass sie aufhören wollen. Es geht weiter. Stach auf Burkhardt. Und sie laufen in den nächsten Konter. Das ist die nächste Chance. Burkhardt 6:1. Eine Packung für den VfL Bochum. In ihrem eigenen Stadion liegen sie gerade mit 1:6 hinten und gehen hier gerade ohne Gnade. Und da hier nochmal den Ball in die Mitte gelegt, leicht angelupft, so man Burkhardt in der Luft annehmen, abschießen kann. Und somit 6:1. Keine Chance mehr für Riemann. Und wir haben noch eine Chance. Und das ist wieder Burkhardt, der zum vierten Mal trifft. 7:1 Mainz. Das ist eine Hausnummer. 7:1 gewinnt hier der FSV Mainz 05 am ersten Spieltag in Bochum. Und das muss Bochum verkraften müssen. Denn schließlich haben sie noch zwar 33 Spieltage vor sich, aber das muss man trotzdem verkraften. Am Start willst du nicht verlieren. Und besonders nicht mit 7:1. Burkhardt mit 4 Toren. Am heutigen Tag. Der Man of the Match.
Ein herzliches Willkommen aus Augsburg. Der FC Augsburg empfängt Sportclub Freiburg, die ja auch ihre letzte Saison auch mit dem internationalen Geschäft abschließen konnten, spielen in dieser Saison auch in der Europa League und haben sich dementsprechend auch verstärkt. Auch der FC Augsburg hat sich durchaus verstärkt, aber die erste Situation gehört den Freiburgern. Daniel Kofikire mit der ersten Möglichkeit, aber der Ball landet neben das Tor. Und Freiburg macht weiter, das ist Ritsu Doan. Das ist wieder Kire. Freiburg spielt es sehr zuvorkommen über die linke Seite. Jetzt ziehen sie in die Mitte. Das ist Rigoric. Das ist Ritsu Doan. 1-0 Freiburg. Freiburg geht in Führung in Augsburg. Ritsu Doan, der Neuzugang, trifft direkt nach 33 Minuten in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison. Macht der Neuzugang das 1-0. Hier sehen wir es nochmal. Über die linke Seite kam es. Dann ging es nochmal an den 16er und dann der Schuss. Und da hat Giekewitz denn keine Chance. Und wir springen in die zweite Halbzeit. Und dann weiter nichts passiert. Das ist Gregoritsch und das ist Daniel Kofikire. Und das ist die nächste Chance. Und Giekewitz ist zur Stelle. Und da kann Grifo nur an den Kopf fassen. Er macht sogar No-Look. Aber Giekewitz lässt sich davon nicht beirren und hält den Ball und leert zur Ecke. Und die darauffolgende Ecke, die kommt rein und das ist Daniel Kofikire, der den reinmacht. 2-0, schöner Kopfball. Keine Chance für Giekewitz, weil der Kopfball, der war überragend. Und somit 2-0 und der zweite Neuzugang von Freiburg trifft auch Daniel Kofikire, von St. Pauli gekommen. Steigt da gut hoch und trifft den Ball perfekt zum 0-2. Aber Augsburg will auch nochmal mitspielen. Und da haben wir die Chance und das ist das 1-2 Anschlusstreffer. Es sind noch 16 Minuten zu spielen und Hahn trifft hier zum 1-2. Und da kann es nochmal vieles passieren oder auch nicht. Augsburg muss auf jeden Fall alles nach vorne werfen, aber wir werden nochmal kurz die Wiederholung sehen. Hahn trifft zum 1-2, wir gehen über die linke Seite und da offensichtlich noch gut reingespielt, gute Drehung, 1-2, dann ist Flecken auch geschlagen, aber am Ende hilft alles nichts. Freiburg gewinnt 2-1, Augsburg kommt nicht mehr nach vorne und somit verliert Augsburg ihren Saisonauftakt und Freiburg gewinnt den ersten Spieltag für sich entscheiden. Dank den beiden Toren der Neuzugänge, Ritsu Doan und Daniel Kofikire. So, ein herzliches Willkommen aus dem Signal Iduna Park zum Topspiel des am heutigen Wochenenden Spieltages. Borussia Dortmund empfängt Bayern 04 Leverkusen. Und wir gehen auch rein direkt in die erste Situation und das gehört den Gästen aus Leverkusen. Die Flanke kommt rein und Moussa Diaby mit dem Kopfball. Aber Kobel kann den parieren. Aber Leverkusen kommt bisher besser in die Partie. Den hier bei. Auf den Außen ist Moussa Diaby. In der Mitte steht so ein Patrick Schick zum Beispiel. DAB bleibt über die Außen und da ist Demir bei. 1-0 Leverkusen, 15. Spielminute. Und Dortmund, die als Titelfavoriten gelten, kassieren gleich nach 15 Minuten das 1-0. Aber auch gut gemacht von Moussa DAB, der da den Spieler stehen lässt und nimmt diesen Abblick in die Mitte. Aber auch dann Dortmund. Frühzeitig 1-1, gerade gut gereagiert, 3 Minuten später Adeyemi mit dem 1-1 und es ist wieder alles auf 0 von Dortmund mit dem neuen Trainer Edin Terzic kann hier gut zurückschlagen und somit steht 1-1. Aber Leverkusen hält sich nicht geschockt und machen weiter, muss er DRB, legt weiter ab, das ist wieder Demi bei und da ist Loschek 2-1. Der Neuzugang von Leverkusen trifft jetzt auch und das ist auch gut herausgespielt und ein guter Abschluss von ihm und somit ist Kobel zum zweiten Mal am heutigen Tag geschlagen.
Aber wir springen weiter. Es geht noch weiter. Dortmund will sich mit dem Schock zeigen und steht wieder 2-2. Und was ist das denn? Jude Bellingham mit dem 2-2 in der 38. Spielminute. Dortmund kommt jedes Mal gut zurück. Sie brauchen keine vielen Chancen. Sie brauchen nur diese zwei Chancen, die sie haben oder brauchen. Und sie nutzen sie auch. Jude Bellingham. Schöner Ball in die Mitte dann. Und Jude Bellingham braucht dann nur noch einschieben. Und dann machen wir den Sprung in die zweite Halbzeit. Dortmund mit einem besseren Spiel. Reus, schönes Doppelpassspiel. Adeyemi. Radetzky kann den noch gerade noch so abwehren. Schlussphase. Ecke für Borussia Dortmund. Die spielen sie kurz. Das macht er gut. Liegt da hin mit auf Schlotterbeck. Und da ist Emre Can. 3-2. In der 88. Minute. Dortmund dreht das Spiel. Und Emre Can lässt sich feiern. Und Dortmund geht mit einem Auftaktsieg in die Saison. Süle freut sich auch. Und Emre Can, von vorgelegt von Nico Schlotterbeck, bringt Dortmund die ersten drei Punkte dieser Saison. Radetzky ist wieder geschlagen. Und Dortmund gewinnt mit 3-2 gegen Bayern für Leverkusen. Dortmund am Anfang nicht gut reingekommen, aber haben sich jedes Mal wieder stärker zurückgezeigt und gut reagiert. Leverkusen mit einem guten Spiel. Am Ende haben sie sich nicht belohnt. Aber nichtsdestotrotz war es an sich ein gutes Spiel. Aber der Saisonauftaktsieg geht an Dortmund. Der Pokalsieger gastiert beim VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig am ersten Spieltag der neuen Fußball-Bundesliga. Und das soll heute der Fall sein. Aber die erste Chance gehört RB Leipzig am heutigen Tag. 14. Spielminute in Kunku auf Angelino, der auch wieder auf Nkunku legt. Nkunku liegt auch an, auf André Silva, aber Henrichs ist auch nochmal da. Aber legt nochmal Silva rüber und somit 1-0. Für den RB Leipzig, die früh in der 16. Spielminute hier mit 1-0 in Führung gehen. Das war überragend gespielt. Selber mit dem Doppelpassspiel mit Henrichs, der dann auch nochmal hatte diese Übersicht auf Silva hatte. Und der dann nur noch einschieben braucht. Hier, Henrichs wartet, bis der Abwehrspieler rauskommt, legt den ab auf Silva. Die Würfel des Feiern mit 1-0. Und Leipzig macht weiter. Stuttgart kommt so gar nicht in die Partie. Wieder Henrichs. Über die rechte Seite kommt die Flanke in die Mitte. Da hinten ist Silva. Kommt da nicht ran. Hat Chance, ist erstmal veraltet. Aber die weiter. Kampel. Das ist wieder Silva. Liegt ab auf Szoboszlai. Überragend. Rübergelegt. 2-0. 36. Spielminute. Und dieses Tor ist durchaus verdient, weil Leipzig ist momentan in diesem Spiel mehr drin als der VfB Stuttgart. Hier sehen wir es nochmal, Silva nochmal überragend abgelegt auf Szoboszlai. Und dann kann Müller noch nichts unternehmen. Wir spielen in die zweite Halbzeit. Und da haben wir wieder Silva. Da ist Kampel, der das 3-0 erzielt. Leipzig geht hier mit 3-0 in Führung. Kevin Kampel, er trägt sich ein in die Torschützenliste, nachdem sie es wieder locker gespielt haben. Und da muss man halt auch die Verteidigung ein bisschen kritisieren, weil das geht zu leicht. Doppelpassspiel und somit 3-0. Aber Leipzig macht weiter. Stuttgart, die sind immer noch nicht da. 60. Spielminute, Henrichs. Ja, da sieht er in Kunke. Und Kunke liegt ab in die Mitte auf Szoboszlai, nochmal gut geblockt. Ball bleibt dennoch heiß. Das ist wieder in Kunku. Das ist Silva, wieder Szoboszlai und diesmal Müller ist auch wieder zur Stelle. Und es geht weiter, Leipzig hört nicht auf, 77. Spielminute, wieder Henrichs. Mit der rechten Seite in der Mitte, da hinten ist Szoboszlai mit dem Kopfball. Aber der Ball war nicht schlecht, aber Müller ist diesmal wieder gut zur Stelle und kann den Ball parieren. Und das Spiel ist nach dieser Aktion auch beendet. Leipzig gewinnt 3-0 souverän in Stuttgart und da muss Stuttgart definitiv noch
viel dran arbeiten, weil es war viel zu wenig, was in diesem Spiel geliefert haben. Aufsteiger Schalke 04 gastiert beim 1. FC Köln. 1. FC Köln die letzte Saison überragend gespielt, während Schalke 04 sich wieder für die Bundesliga aufgestiegen ist und Köln für die internationalen Geschäft. Nun spielen sie beide am ersten Spieltag gegeneinander und die erste Chance gehört dem FC Schalke 04. Die erste Situation, Polter kam da leider nicht mehr ran und somit bleibt immer noch beim 0:0. Schalke startet besser rein, ist bisher die bessere Mannschaft. Mole auf Polter. Mole versucht wieder fest, das ist ein Polter, hängt da gut nach. Platzer auf. Das ist Bülter, der den Ball nicht ins Tor reinbringen kann. Das ist die größte Chance, aber Polter kann ihn nicht noch zum Horn, hält sie überragend. Jetzt mal der erste FC Köln in der 26. Minute der ersten Möglichkeit mit gleich mit der Ecke. Jetzt über die Seite, das ist keins. Da ist Modest mit dem 1:0. Köln mit der ersten richtig großen Chance. Und Anthony Modest fängt da an, wo er letzte Saison aufgehört hat. Nämlich mit den Tore schießen und geht, bringt seine Kölner mit 1:0 in Führung. Aber der FC Schalke lässt sich darauf nicht geschockt. Polter mit dem langen Ball und da ist es wieder auch mit Terodde. 39. Minute gut durchgesteckt auf Terodde, der dann aufs kurze Eck zieht und somit für den FC Schalke 04 ausgleicht. Und da sehen wir den langen Ball von Marius Bülter auf Mole raus und dann sehen wir gut drüber gelegt auf Terodde mit dem 1:1. Wir springen in die zweite Halbzeit. Schalke 04 macht weiter. Polter. Und da haben wir Mole, Mole sieht Terodde, der sieht Polter! Aber Polter kann die Chance nicht nutzen, der Ball rutscht ihm über den Fuß und links neben das Tor. Aber der erste FC Köln, sie sind nicht in der Partie. Schalke ist hier klar die bessere Mannschaft. Sie holen sich die Chancen nach Chancen und jetzt hier haben wir den Neuzugang Kral. Der sieht Bülter, Bülter sieht, dass Polter startet, Polter sieht, dass Terodde mitläuft! Aber Timo Horn bleibt cool und kann den Ball wieder parieren. Hier sehen wir es nochmal. Der Sprung von Horn hält da souverän. Somit in der Nachspielzeit. Der letzte Angriff der Partie gehört in den FC Schalke 04. Polter nochmal abgelegt auf Krall. Der sieht Mole, der den Ball auf Bülter. Polter legt Terodde auf Mole. Wieder Terodde. Da muss der Ball rüber. Geht Terodde auf Polter. 2-1 Schalke 04. Schalke gewinnt in Köln nach Wiederaufstieg, nachdem sie die katastrophale Saison hatten und ein Jahr runtergegangen sind und wieder aufgestiegen sind, gewinnen sie den ersten Spieltag nach dem Wiederaufstieg in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln. Vorlage Terodde, Abschluss Polter, der bringt die ersten drei Punkte der kommenden Saison für den FC Schalke 04 und der 1. FC Köln muss schon den ersten Rückschlag einstecken und verlieren mit 2:1 gegen den FC Schalke 04. So, das war die Prognose am ersten Spieltag. Wir haben viele interessante Ergebnisse bekommen. Unter anderem verliert der deutsche Meister zum Beginn gegen Eintracht Frankfurt mit 4:2. Und nun gewinnt im Stadtderby direkt am ersten Spieltag mit 3:1. Gladbach muss gegen Hoffenheim mit 1:2 unterliegen. Wolfsburg gewinnt souverän mit dem Aufsteiger Werder Bremen mit 5:1. Mainz deklassiert VfL Bochum mit einem 7:1. Augsburg verliert gegen Freiburg mit 1:2, mit einer hochspannenden Partie eigentlich war es. Und Borussia Dortmund gewinnt in einen Last-Minute-Treffer gegen Leverkusen mit 3:2. Leipzig gewinnt 3:0 gegen Stuttgart. Und Aufsteiger Schalke gewinnt 2:1 gegen Köln. Und das war
Der erste Spieltag der Prognose. Wir sehen uns, was Prognose betrifft, nächste Woche wieder zum zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Bis dahin, eine schöne Woche und ein schönes Wochenende mit der Fußball-Bundesliga.